Ein Qualifikationsspiel zwischen zwei Ländern eskaliert und beide Länder fangen an, sich zu bekriegen. Naja, so einfach ist es beim sogenannten Fußballkrieg sicherlich nicht gewesen. Das Spiel zwischen den beiden Ländern hat aber dazu geführt, dass der Krieg letztendlich ausbrach. Warum sich beide Länder bekriegt haben, wie es damals ablief und vieles mehr erfahrt ihr jetzt. In den 50er Jahren flüchteten ungefähr 300.000 arme Bauern aus El Salvador ins Nachbarland Honduras. In El Salvador lebten damals auf 21.000 Quadratkilometer 2,5 Millionen Menschen, während in Honduras auf einer ca. 5-mal so großen Fläche nur ca. 1,9 Millionen Einwohner lebten. Während ihre eigene Heimat damals als sehr dicht besiedelt war, gab es in Honduras viel Brache, also unbebaute Fläche. Als die Regierung von Honduras dann ankündigte, einheimische Kleinbauern mit Reform helfen zu wollen, wurden die Salvadorianer als Feinde angesehen. Also keine günstigen Bedingungen, um friedliche Fußballspiele zwischen beiden Nationen auszutragen. Allerdings wollten sich beide für die WM 1970 qualifizieren. Am 8. und 15. Juni 1969 trafen El Salvador und Honduras in der WM-Qualifikation aufeinander. Während am 8. Juni Honduras 1-0 gewinnt, gewinnt am 15. Juni El Salvador mit 3-0. Heutzutage würde man die Salvadorianer als Gewinner werten. Damals aber hieß ein Sieg im Hin- und eine Niederlage im Rückspiel ein drittes Spiel auf neutralem Boden. Dieses entscheidende Spiel wurde am 27. Juni 1969 ausgetragen und wird als Auslöser des Krieges angesehen. Mauricio Pipo Rodriguez schoss in der Verlängerung das 3:2 für El Salvador und Honduras schied aus. Nach dem Abpfiff gab es Ausschreitungen, welche Tode und Verletzte als Folge hatten. Das war allerdings nur der Anfang. Die Emotionen aus dem Spiel nutzten die Regierungen, um das Feindbild des Gegners zu stärken. Ungefähr 2 Wochen später bombardierte die salvadorianische Luftwaffe Ziele in Honduras. Bodentruppen marschierten ein und Honduras antwortete drauf. Während dem Krieg sah es so aus, als würde El Salvador diesen gewinnen. Bis dann die OAS, also die Organisation amerikanischer Staaten, eingriff und mit Sanktionen drohte. Der Krieg wurde nach 4 Tagen eingestellt und die Angreifer zogen sich zurück. Doch der 100-Stunden-Krieg hat schon mindestens 2100 Tote und noch mehr Verletzte und Obdachlose verzeichnet. 300.000 Salvadorianer verließen Honduras und El Salvador stand vor einer wirtschaftlich extrem schwierigen Lage. Natürlich würde man nicht mit erhitzten Emotionen aus einem einzigen Fußballspiel einen Krieg anfangen. Allerdings war es für die Militärregierung ein geeignetes Mittel, um die vorhandenen Emotionen auf die Spitze zu treiben und gegeneinander auszuspielen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns zu abonnieren. Oder ihr schaut euch jetzt unsere letzten 2 Videos an. Liebe Grüße und bis dann!